Joghurt könnte Darmkrebs verhindern. Das fanden Wissenschaftler in Boston heraus. Das hatte Herr Strohbach auch schon vor 2 Jahren hier im Ruhrgebiet herausgefunden. Anscheinend geht es um 2 Bakterienstämme, die diese wundervollen Eigenschaften zugeschrieben werden und dieses Faszinosum erklären sollten. Ich habe in meinem damaligen Video bereits erklärt, dass ich finde, dass Joghurt zu Rohkost zählt, weil es sich dort um lebendige Lebewesen handelt, die auch Biophotonen aussenden. Dieses Video könnt ihr euch sehr, sehr gerne nochmal einverleiben. Streptococcus thermophilus und Lactobacillus bulgaricus, das sind die beiden Erreger, die Positives bewirken. Und zu diesem Ergebnis beigetragen haben, dass Darmkrebs tatsächlich hier nach der Studie verhindert werden konnte durch Joghurtkonsum. Welcher aber nicht gleich heißt, dass es definitiv immer mit Milchjoghurt auch von der Kuh einhergehen muss, sondern nein, es konnte auch ebenfalls diese beiden Bakterienstämme, Thermophilus und Lactobacillus bulgaricus, konnte ebenfalls auch in Sojajoghurt kultiviert werden. Und das sehr, sehr Schöne ist dabei sogar, dass dass Thermophilus dabei keinen Einfluss hatte, ob Joghurt aus Soja oder aus Milch, aber sogar Lactobacillus bulgaricus war sogar in der Soja-Variante noch mehr begünstigt. Ja? Von daher an, Veganer stehen hier auf keinen Fall hinten an. Getestet wurden 32.606 Männern und 55.743 Frauen. Und das ist sehr, sehr spannende, von 1986 bis Jahre 2012. Ja? Dokumentiert wurden 5.811 Fälle bei Männern und 8.116 Fälle bei den Frauen von Adenomas. Das sind sogenannte Vorstufen von Tumoren. Doch zeigte sich ein Trend, dass bei 2 oder mehr Joghurt-Mahlzeiten pro Woche das Risiko signifikant bei Männern und immer noch sehr messbar bei Frauen gesenkt werden konnte. Jetzt müssen wir noch etwas zu Odd-Ratio erklären. Was heißt Odd-Ratio? Also, wenn der Wert 1 ist, ja, es gibt 3 Werte, 1, unter 1, über 1, ist dieser Wert 1, hat Joghurtkonsum keinen Einfluss auf das Darmkrebsrisiko. Ist dieser Wert unter 1, heißt es, je mehr Joghurt du konsumierst, desto weniger Darmkrebs wirst du haben, unter 1. Andersrum, wenn dieser Wert über 1 ist, je mehr Joghurt du konsumierst, desto mehr Darmkrebs wirst du haben. Es fängt gleich an zu regnen, ich muss mich beeilen. Wir sehen hier deutlich bei beiden Krebsformen sogar, ja, je nachdem wo der Krebs oftmals lokalisiert ist, ist ein Trend zu sehen von ganz klar unter 1. Und unter 1 hieß, je mehr Joghurtkonsum, desto weniger Darmkrebsrisiko. Ja? Männer, mindestens 2-mal pro Woche Joghurt verzehrten, hatten insgesamt ein 19% verringertes Risiko, jene zu manifestieren, dieses Adenom. Und die adjustierte Odd-Ratio lag dementsprechend bei 0,81. Vor 2 Wochen habe ich den Zusammenhang einmal dargelegt, ja, die Verbindung von Darm und Gehirnsteuerung, das Video könnt ihr euch sehr, sehr gerne nochmal einverleiben. Dort thematisierte ich, wie wichtig die Kombination von Probiotika und Präbiotika sind. Probiotika sind die Bakterien und Präbiotika ist das, was sie brauchen zum Leben, die Bakterien. Ja? Das heißt, du kannst keine Gäste einladen, wenn du nichts zu essen und nichts zu schlafen hast. Ganz einfach. Wer mir folgt auf Instagram, sieht oftmals, was man übrigens dringend tun sollte auf Rohvegan am Limit, sieht oftmals, dass ich wilde Heidelbeeren, zum Beispiel Früchte, ja, mit Joghurt eben konsumiere und kombiniere. Und das mache ich nicht ohne Grund. Denn diese beiden weisen einen sehr, sehr guten synergetischen Effekt auf. Denn der Joghurt liefert die Probiotika und die Früchte, durch ihre Ballaststoffe, Fiber, die nötigen Präbiotika, damit die Bakterien auch bei dir bleiben. Der Joghurt liefert nicht nur die Probiotika, sondern auch ebenfalls Protein, Calcium, Vitamin D, B12, Jod, B-Vitamine, Zink und Phosphor. Und die Früchte dann die Antioxidantien, das Vitamin C und die sekundäre Pflanzenstoffe. Es wird so gesehen ein absolutes Superfood daraus. Ja, eine sehr, sehr tolle Kombination. Dann habe ich auch noch weitere was gefunden, eine Metastudie, ebenfalls von 11.600 Probanden aus 22 Studien. Dort konnte festgehalten werden, wieder die Odd-Ratio sehen wir hier, die liegt deutlich unter 1 bei dem Verzehr von Früchten und dessen Ballaststoffen vor allen Dingen aufs Darmkrebsrisiko. Und des Weiteren auch konnte eine Korrelation festgestellt werden, die proportional verlief, je mehr Früchte und dessen Ballaststoffe du konsumiert hast, desto geringer wurde dann dementsprechend das Darmkrebsrisiko, sehen wir hier ebenfalls, die Odd-Ratio lag
ebenfalls unter 1. Von daher an, es gibt keine krassere Kombination für dein Darmkrebsrisiko. Ich habe diese Studie noch mit diesem Joghurt einmal noch ergänzt für euch mit den Früchten. Das war's wieder für mich. Ich würde mich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben von euch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut. Das ist überhaupt, macht diese Videos überhaupt hier möglich. Wieder meine liposomalen Supplements mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. Wir haben auch bald Tees und so weiter. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder auf vitasomal.de. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, dabei die Glocke drücken, damit wir informiert werden, wenn ein neues Video kommt. Bis dahin, ich muss aufhören, es fängt an zu regnen. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.